Hallo zusammen und willkommen zurück bei iPhoneTricks.de. Die News-App sammelt für euch interessante Stories aus verschiedenen Medien und schmückt sie mit Apple-typischen Designelementen. Während US-amerikanische Nutzer die News-App seit jeher verwenden können, müssen sich deutsche Nutzer bis heute gedulden. Eigentlich. Denn mit einem einfachen Trick könnt ihr die Apple News-App jetzt auch in Deutschland nutzen. Viel Spaß! Bevor ich loslege, möchte ich euch noch auf unsere App aufmerksam machen. Wir berichten in Form von Artikeln oder auch Videos wie dieses hier täglich rund um das Thema Apple und informieren euch sofort, falls es Aktionen gibt, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Sucht im App Store nach iPhoneTricks und ladet euch unsere kostenlose App herunter. Auch möchte ich erwähnen, dass ihr diesen Kanal und meine Arbeit mit einem Abo, einem Like und einem netten Kommentar sehr unterstützt. Ich bedanke mich und mache direkt weiter. Um die neue News-App auch in Deutschland verwenden zu können, müsst ihr zunächst in die Einstellungen. Tippt auf Allgemein, scrollt ein wenig nach unten und wählt den Punkt Sprache und Region. Tippt dann auf Region und wählt Vereinigte Staaten aus und geht auf Vereinigte Staaten verwenden. Beachtet bitte, dass die Apple News-App vom Homescreen verschwindet, sobald ihr die Region wieder auf Deutschland ändert. Das Apple News Widget jedoch, auf das wir gleich zu sprechen kommen, bleibt euch erhalten und kann weiterhin genutzt werden. Nachdem ihr die Region am iPhone eingestellt habt, seht ihr auf eurem Homescreen die News App, die ihr per Fingertipp öffnet. Solltet ihr sie nicht gleich finden können, könnt ihr die Spotlight-Suche verwenden, um danach zu suchen. Das heißt, wischt hierzu einfach am Homescreen nach unten und gebt im Suchfeld News ein. Wenn ihr die App dann gefunden habt, öffnet ihr diese und tippt zunächst rechts unten auf Following und dann ganz unten auf Discover Channels. Im Anschluss könnt ihr einige Favoriten auswählen und mit einem Tipp auf Done bestätigen. Anhand der ausgewählten Favoriten zeigt die News-App Artikel aus verschiedenen Medien an. Die Bedienung der App ist selbsterklärend und intuitiv. Artikel können gelesen werden, indem man sie antippt. Im Today-Feed werden euch regelmäßig Artikel basierend auf euren persönlichen Interessen vorgeschlagen. Unter Following könnt ihr eure Favoriten verwalten, nach neuen Inhalten suchen und die App auf eure Interessen hin personalisieren. Hinter Audio verbirgt sich übrigens ein eigener Podcast-Bereich, der jedoch nur mit Apple News Plus Abo genutzt werden kann. Letzteres ist in Deutschland bekanntermaßen noch nicht verfügbar. Wie ihr vielleicht wisst, könnt ihr auch Apple News als Widget benutzen. In der Widget-Kachel werden euch dann immer die neuesten Schlagzeilen aus verschiedenen Nachrichtenquellen angezeigt. Das Widget könnt ihr euch wahlweise auf den Homescreen, die Heute-Ansicht oder auf beide gleichzeitig legen. Geht dazu wie folgt vor. Öffnet die Widget-Galerie, indem ihr eine freie Stelle am Bildschirm, egal ob Homescreen oder Heute-Ansicht, gedrückt haltet. Sobald alle App-Icons am Display anfangen zu wackeln, geht ihr auf das Plus-Symbol oben links. In der Widget-Galerie scrollt ihr nun nach unten und wählt den Punkt News. Wählt dann eine von drei Widget-Größen für die Anzeige aus. Im Ergebnis kann das Ganze dann folgendermaßen aussehen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Apple News App haltet. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr von uns zu verpassen und liked das Video, um mir eine große Freude zu machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.